Einsam steht der kleine Hof an einem Fluss im Osten Deutschlands. Durch ein kleines Fenster, das offen steht, zwängen wir uns in das Wohnhaus und gehen direkt auf eine spannende Zeitreise in die DDR. Das Wohnzimmer wirkt wie ein Relikt aus den 1970er und 1980er Jahren. Mit Schrankwand und natürlich dem Fliesentisch. Überall finden wir Gegenstände aus dieser Zeit. Musikkassetten, den Original-Zauberwürfel und jede Menge völlig veralteter Elektronik aus den 80er und 90er Jahren. Am interessantesten sind jedoch die vielen persönlichen Gegenstände, die hier einfach zurückgelassen wurden und die uns die Geschichte eines Mannes erzählen, der sein Leben einem System widmete, welches letztlich keine Zukunft hatte. Nennen wir ihn Erich. Geboren Ende der 40er Jahre, wuchs er in die DDR hinein und war als junger Mann voller Überzeugung für den Kommunismus und seinen Staat. So schlug er nach der Schulzeit eine Offizierslaufbahn ein, die er mit einer Auszeichnung für besondere Leistungen abschloss. Und auch sonst war Erich sehr engagiert. Wir finden Mitgliedsausweise vom FDJ, der Volkssolidarität, der Gesellschaft für deutsch-russische Freundschaft und auch einen Ausweis des Ministeriums für Staatssicherheit, in welchem ihm der Dienstgürtel im Zweikampf bescheinigt wird. Thank you.
Weitere persönliche Unterlagen und Fotos erzählen uns, dass Erich als Grenzbeamter im Einsatz war. Einige Bilder zeigen ihn in Uniform, teilweise auch bewaffnet. Andere zeigen ihn mit seinem Schäferhund, der wahrscheinlich ebenfalls im Staatsdienst war. Seine völlige Überzeugung für die DDR spiegelte sich auch in seinem Bücherregal wider, in dem wir Bücher finden mit Titeln wie Soziale Marktwirtschaft im Schaubild, Sozialistisches Recht und natürlich Lenins Biografie. Doch das System, für das Erich lebte, hatte keine Zukunft und so endete seine Karriere mit der Wiedervereinigung schlagartig. Aus Erichs Perspektive sicher eine Katastrophe. Und während das Volk feierte, zerbrach er sich den Kopf über seine Zukunft. Denn plötzlich gab es den Staat nicht mehr, in dessen Dienste er so lange stand. Erich entschloss sich, sein Hobby zum Beruf zu machen, welches jedoch nicht weniger zweifelhaft war als sein Dienst als Grenzbeamter. Er machte sich einen Namen als erfolgreicher Chinchilla-Züchter, der für seine Tiere regelmäßig Preise auf Ausstellungen einheimste. Aber er züchtete die Tiere nicht aus Liebhaberei etwa, sondern wegen ihres weichen Fells, welches zu Pelzmänteln verarbeitet wurde, mit denen er seine Rente aufbesserte.
In den Scheunen finden wir hunderte winzige Käfige, in denen die Tiere auf viel zu engem Raum ihr Dasein fristeten, bis sie wegen ihres weichen Fells getötet wurden. Traurig verlassen wir den Hof wieder, aber auch ein bisschen erleichtert, dass dort heute keine Chinchillas mehr gezüchtet werden. Denn Erich ist fort, doch was mit ihm geschehen ist, das wissen wir nicht.